Moin und hallo, ihr schaut Marvolumania, ich bin Marv und mit diesem krassen Zoom aus unserer Stadt raus beginnen wir die nächste Folge City Skylines, Cities Skylines 2. Ihr habt vielleicht mitbekommen, wenn nicht, kann ich es nochmal ganz kurz rekapitulieren. Ich bin mal wieder verzweifelt an der Zugverbindung, die haben wir aber dann am Ende doch irgendwie noch hinbekommen und das Ganze möchte ich jetzt ein bisschen schöner bauen. Also wir haben hier auf jeden Fall noch ein paar Dinge auf unserer Liste stehen. Im Grunde genommen möchte ich dieses Konstrukt hier nochmal neu machen, ein bisschen schöner und versuchen, ob das nicht doch irgendwie zweigleisig funktioniert. Ich glaube nämlich ja. Und Ziel des Ganzen ist eigentlich, dass wir hier, also am besten bauen wir das hier gerade rüber über die Autobahn und schließen das dann irgendwie so an. Und dass wir zwei Gleise haben, die sich im allerbesten Fall hier aufteilen. Also einer fährt hier hin zu dem Depot und das andere geht dann hier vorbei, hier lang und hinten muss es dann an den Hafen angeschlossen werden. Das ist jetzt erstmal das Ziel. Ich nehme mir, glaube ich, auch immer zu viel vor und dann dauert das doch ewig. Lasst uns einfach mal anfangen zu bauen. Ich würde dazu das Spiel tatsächlich noch mal kurz pausieren. Wir können das ja pausieren, während der da hinten drin steht. So. Und dann gucken wir uns das Ganze noch mal an. Bitte drückt die Daumen, dass das jetzt gleich hinhaut. Ich werde jetzt alles, was wir hier haben, noch mal abreißen. Abreißen, abreißen, abreißen. Weg, weg, weg. So, so. Vielleicht können wir das hier sogar upgraden. Also in, nicht Straßen, sondern dass wir hier sagen, okay, pass mal auf, mach das mal. Ah, das geht. Zweigleisig. So. Wunderbar. Das auch zweigleisig. Hm. Nö, hä? Das ist, zweigleisig und zwar genau, aber zu dieser Richtung. Ah, hier ist jetzt natürlich so ein kleiner Knick drin, ne? Aber daran wird es wohl hoffentlich nicht scheitern. Gut. Dann eigentlich, also jetzt mal im Ernst, ne? Wir brauchen, also wir müssen ja da hinten eh über die Autobahn rüber. Sollen wir es vielleicht so bauen, dass wir sagen, wieso gehe ich nicht mal da drauf? Wir bauen das hier einfach weiter. Also sieht man irgendwo dran, also wirklich gut dran, wie welche Höhe? Also ist das dieser eine Strich? Nee. Also, naja. Ich finde das irgendwie schwer zu erkennen. Vielleicht bin ich auch einfach wirklich zu blöd dafür. Was ich jetzt ganz geil finde. Oh nee, was heißt hier ungültige Form? Bitte, bitte, bitte. Mach mal nicht den hier. So, und jetzt müssen wir irgendwie bis zur Autobahn ran. Wir können eigentlich nochmal hier 180 Grad und hier rüber. Stark. So. Und jetzt, also wir gehen nochmal ein kleines bisschen weiter. Dann gehen wir auf das normale Niveau. So. Ich sag mal so, das normale Niveau ist hier ja schon lange nicht mehr vorhanden. Aber wir könnten. Können wir das vielleicht. Nee, eigentlich. Warte mal, wir ziehen das mal ein bisschen weiter. Und dann fangen wir aber von hier an. Also hier soll jetzt sozusagen die Abzweigung rein. Kurve zu eng, Kurve zu eng. Stell dich mal nicht so an, Freundchen. Okay. Dann würde ich sagen, wir bauen das hier so nah dran, wie es geht. Und dann
Also ich finde es schon geiler, wenn das. Dann müssen wir aber noch ein bisschen weiter da anfangen, oder? Kriegen wir das hin? Wir können auch die Bahnschienen noch mal ein bisschen rüberbauen, weil. Ich jetzt noch mal kontrollieren möchte. Und bitte, hoffentlich funktioniert das jetzt. Wo sehe ich das noch mal? Ist diese Linie intakt? Ist sie intakt? Ich glaube ja. Oder zeigt er mir jetzt hier wieder irgendeinen Fehler an? Nee, eigentlich nicht. Also der Zug fährt jetzt hier raus. Und das würde er nicht tun, wenn es. Oh, das Geile ist, dass da natürlich auch zwei nebeneinander fahren können. Oh, bitte. Das funktioniert doch. Zack, da kommt der nächste reingeschossen in unsere Stadt. Oh, Leute, ist das nicht geil? Oh, ich liebe das, wenn das funktioniert. Ja, das. Ey, das ist super. Vielleicht, also, das hat jetzt mit Effizienz noch gar nichts zu tun, ne? Weil ich nehme mal an, dass das auch nicht unbedingt das Allerbeste. Was ist denn hier los eigentlich? Hohe Miete, ja, Leute. Oh. Hier ziehen Leute aus. Ja, aber hohe Mieten. Ne? Was wollt ihr denn? Wir können aber hier tatsächlich zwischendrin mal ganz kurz vielleicht nochmal Wohnhäuser mit hoher Dichte irgendwo reinbauen. Dass wir sagen, okay. Bau das hier mal hin. Das sollte ja auch das Mietthema ein bisschen verändern. Dann müssen die halt in solche Hochhäuser ziehen. Ne? Da ist ein bisschen günstiger. Stau haben wir immer noch. Alles klar. Da hat sich nichts dran geändert. Was ist denn hier los? Da ist aber ein Sattelschlepper von der Strecke abgekommen. Wa? Polizeiauto ist unterwegs. Da kommt's. Ja, so, zack. Und schon fährt er wieder. Mensch, Polizei. Richtig gut drauf. Krass, wenn da jetzt ein Polizeiauto hinfährt, dann muss das aus der Stadt rausfahren, um dann wieder reinzufahren. Das ist natürlich auch irgendwie nicht besonders geil. Anderes Thema. Schon kriegen wir hier wieder. Wie viel machen wir hier eigentlich? Ja. Lass uns noch mal gucken, was das hier jetzt für Auswirkungen hat. Also Zug ist, das ist Zug, ne? 900 Bürger im Monat, das ist nicht besonders viel. Mit der U-Bahn hatten wir ehrlich gesagt auch schon viel, viel mehr. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Aber wir haben zum Beispiel hier, das muss man mal sehen, ne? Der Hafen, der macht 28 Tonnen oder fast 29 Tonnen Fracht im Monat. Das ist jetzt schon mehr als die LKWs. Hier kommt natürlich noch einiges oder soll noch einiges hinzukommen. Und darum werden wir uns jetzt kümmern. Ja, da kümmern wir uns jetzt drum. Und zwar müsste ich aber erstmal hier gucken. Da geht eine Spur. Wir können das, glaube ich, trotzdem mit zwei Spuren bauen. Also das war vorhin einfach oder in der letzten Folge einfach ein saudummer Fehler. Wir machen halt, ups, das wollte ich nicht. Wir wollten, genau. Also wir brauchen hier sicherlich noch ein bisschen mehr Platz. Also die Strecke wird ja ungefähr hier so lang führen. Ja. Also wie gesagt, ich will das auch nicht alles weggraben hier. Wir müssen da jetzt gleich. Also das ist schon eine heftige Steigung. Vielleicht kriegen wir das so ein bisschen. Ich muss leider wieder die Tag-Nacht-Darstellung umstellen. So, und jetzt würde ich behaupten, jetzt müssen wir gucken. Wie geht das nochmal mit dem Ding?
Wenn wir da ein bisschen mehr Pinselstärke drauf geben. Das ist immer noch viel zu... Was macht das denn eigentlich? Er stellt einen Hang? Hä, das frisst sich doch da einfach rein, Alter. Machen das mal so. Und dann können wir hier durch die Schlucht. Das ist eigentlich ist es nicht schlecht mit der Schlucht. So finde ich. So jetzt, wo ich es. Also, das ist natürlich auch bequem. Die bequeme Lösung. Aber an sich ist es doch nicht schlecht. Ich finde sogar, dass wir. Ich dachte gerade, dass wir hier noch ein bisschen was wegnehmen. Aber. Also, weil wir können da eh keine Straße hinbauen. Na, könnten wir schon, wenn wir die ein bisschen weiterziehen. Ja. Ja, jein. Also, Momentchen mal. Wir müssen hier noch mal ein bisschen dran arbeiten. Ich glaube, wir sollten die Pinselgröße noch mal, also noch mal ein bisschen größer machen. Und wir ziehen jetzt hier noch mal so durch. Genau, also lasst uns das noch mal... Oh, wow, wow. So, bisschen Pinselgröße ein bisschen kleiner. Dass wir hier so durch. Hier so, ja, ja. Wir brauchen halt ein bisschen Platz. Und dann machen wir hier dieses Ding wieder. Und, oder dieses hier. Ich verstehe die beiden, also den Unterschied zwischen den beiden Dingern noch nicht so ganz. So. Aber das. Oh, oh, oh. Nee, das ist ja eine. Gut, aber also eine gewisse Steigung brauchen wir, aber das ist noch ein bisschen krass, oder? Wir da hoch? Also jetzt mal im Ernst, wenn wir, das ist eine vierspurige, ne? Wir können das ja erstmal, nee, ach, warum sollen wir es erstmal mit der Dings ausprobieren? Wir bauen hier gleich mal die Bahnschienen lang und ich würde sagen, können wir das hier anschließen? Ja, können wir. Okay, pass auf. Dann kommt hier theoretisch schon hoch. Jetzt würde ich gerne von hier nochmal abzwacken. Und dann... Das wir so machen. Und dann bauen wir hier relativ... Smooth. Irgendwie hier noch. So. Genau. Und jetzt müssen wir... Wo kommen wir denn da raus? Okay, das ist schon mal... Es wäre... Mann, die Straße auf der anderen Seite wäre einfach so viel geiler, weil dann müssten wir das jetzt nicht gleich kreuzen. Das ist doch auch wieder so ein dummes Zeug hier, was ich hier gemacht habe. Baue ich das jetzt gleich nochmal um, oder was? Oh. Also wisst ihr, dann... Scheiße. Och nö. Kann ich das Ding einfach umsetzen? Passt das hier noch dran? Muss ich hier alles umbauen? Ey, komm. Das ist jetzt einfach... das ist nicht schön, aber... Wir lassen es so. Da habe ich keinen Bock drauf, das jetzt umzubauen. Ich möchte einfach gucken, dass das hier funktioniert. So, und jetzt haben wir erstmal die Bahnverbindung.
Jetzt gucken wir ganz kurz, ob diese... Also das scheint ja noch zu funktionieren, ne? Hier fährt ja... Sah irgendwie kaputt aus. Aber hier fährt ja jetzt der Zug. Können wir... Ne, wir kriegen so keine Verbindung mehr hin, glaube ich, ne? Das ist halt die große Frage. Wir machen, also was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist erstmal eine Verbindung. Und zwar da nach da. So, und wieder zurück. Sehr gut. Können wir... Ich glaube, das geht. Ja, das geht. Aber die wollen wir jetzt nicht machen, die Verbindung. Weil das bedeutet... Der kann ja nicht hier umdrehen. Also das heißt eigentlich... Jetzt haben wir hier halt so eine schöne Brücke. Wenn der da hinkommen will, dann müssten wir eigentlich... Das bauen wir... Komm, weißt du was? Wir machen das jetzt wirklich so. Dann würde ich sagen, wir bauen. Wir bauen. Mal kurz nachdenken. Also im Grunde genommen würde ich sagen. So, dann bauen wir parallel hierzu. Am besten, dass die Pfeiler auch so. So. Dann bauen wir hier runter. Irgendwo. Ja, warte mal. Macht das Sinn? Also, da teilen sich die Dinger, dann dahin. Und dann muss aber auch von hier. Also wir bauen von hier. Also mal gucken, ob das geht, weil jetzt mit einer Kurve. Kurve zu eng, Kurve zu eng, Kurve zu eng, Kurve zu eng. Wie kriegen wir die beiden jetzt noch miteinander verbunden? Muss doch gehen, oder? So, jetzt könnte der da rein. Und... Wie kriegen wir den jetzt da noch hin? Das muss doch auch irgendwie gehen, oder? Meint ihr, das funktioniert? Sollte eigentlich, ne? Weiß zwar nicht, also das auch ein bisschen, aber das könnte gehen. Also, jetzt nochmal.
Wir haben... Die Güterzugroute 2, die machen wir mal rot. Diese Route hier, ne? Lass uns mal die... Diese braune Farbe hier irgendwie wegkriegen. Die rote Route. Die ist auch noch verbunden. Ne? Das werden wir jetzt mal starten. Und wir gucken uns die Route jetzt mal an. Lass uns mal hier so einen Zug verfolgen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Kann man hier eigentlich jetzt in der Ansicht wieder... Also dieses graue Zeug hier ausstellen? Kann ich... Ah ja. Und jetzt machen wir das Ganze mal ein bisschen, lassen das Ganze mal ein bisschen schneller laufen. Die fahren ja jetzt zum Hafen. Genau, die fahren zum Hafen. So, jetzt kommen die hier lang gebraust. Und dann haben wir den Hafen an. Warte mal, ich wollte mal den anderen nehmen, weil der. Genau, den verfolgen wir jetzt mal. Der fährt ja jetzt hier rein. So. Schön schneebedeckt alles. Zack. Hat er doch keine Fracht geladen. Ja, gut. Das gucken wir mal, ob sich das gleich ändert. Jetzt fährt er hier. Und der fährt ja jetzt. Im Grunde genommen müsste der jetzt hier wieder zurückfahren. Und das werden wir uns jetzt mal hier in Ruhe anschauen. Das einigermaßen funktioniert. So. Ja, der biegt hier ab. So. Die Kurven hätte man sicherlich ein bisschen smoother bauen können. Aber da bin ich einfach noch nicht der Typ für. So. Der fährt wahrscheinlich da rein. Sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben. Ja, das ist gut. Einfach, das ist einfach gut. So. Und jetzt werden wir. Eine zweite Güterzugverbindung bauen und zwar so von hier noch da und wieder zurück. So, und das ist jetzt die Route Zug Achso, Fracht. Und da würde ich jetzt ganz gerne sagen, ja, zugewiesene Fahrzeuge, also auf jeden Fall nur eins. Und jetzt heißt es eigentlich zu warten, bis hier gleich mal ein Zug eintrifft. Das würde ich mir auch gerne angucken. Einfach nur, um das alles noch ein bisschen mehr zu verstehen. Der jetzt gleich zum Hafen fährt. Das ist jetzt... Sieht man hier Ziel? Ziel ist die... Das ist die Güterzugroute 3. Okay, der müsste jetzt eigentlich zum Hafen fahren. Der hat auch relativ viel geladen. Genau, und jetzt fährt der raus zum Hafen. Ist das... Also, das ist doch Wahnsinn, oder? Der hat Möbel geladen. Zack. Und die kommen dann zum Hafen. Ach, Leute. Boah, was war das für eine stressige letzte Folge. Einfach toll. Einfach toll. Jo, das heißt, wir haben das Thema... also Güterverkehr ist jetzt erstmal abgeschlossen. Sicherlich, wie gesagt, das kann man noch schön bauen. Aber an sich funktioniert das schon mal. Jetzt haben wir natürlich das Problem. Halt, was wir hier noch machen wollen... Und das ist mir auch noch relativ wichtig. Ich möchte, dass wir eine Straße hier lang bauen. Und diese Straße soll jetzt hier, warte mal, 180, hallo, wo ist 180 Grad? Da. Darüber führen. Dann soll sie wieder runtergehen. Und kriegen wir hier so eine... Die kriegt halt hier am Ende... so einen ganz unschönen Knick. Den würde ich tatsächlich nochmal ein bisschen neu machen. Wieso zeigt er mir...
Jetzt. Habe ich da wieder irgendwas Falsches gebaut? Was brauche ich denn hier? Achso, mit einer Trennwand in der Mitte. Ja, das ist mir ja... So, warte mal, die Trennwand ist aber in dem Fall ja super dumm, weil die müssen ja vielleicht da hinten auch mal die Spuren wechseln. Ja. Huch, was ist denn jetzt mit dem los? Wieso ist der gerade einfach umgedreht? Der dreht auch einfach um. Hey! Bleibt mal locker, Leute. Bleibt mal locker. So. Und das Ganze... Ach, hier habe ich das auch gebaut. Naja, gut. Dann ist hier die Frage... Also sicherlich... brauchen wir hier keine Ampel. Doch, na, vielleicht brauchen wir schon eine Ampel. Aber wir brauchen hier keine Zebrastreifen. Also das ist schon mal klar. Da müssen die Leute halt so irgendwie klarkommen. So, und dann gibt es hier halt meinetwegen eine Ampel oder irgendwas. Und jetzt müssen wir das Ganze mal ein bisschen beobachten. Vielleicht können wir hier auch noch eine Verbindung bauen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so kacke. Indem wir einfach hier rüberziehen. So. Dann kriegen wir vielleicht da vorne ein bisschen Entlastung, denn alle, die aus dem Industriegebiet zum Hafen wollen, können natürlich dann dahin fahren. Da halte ich die Ampel für derzeit noch überflüssig. Oder, ja, also Ampeln sind oftmals überflüssig, glaube ich. Aber an bestimmten Stellen vielleicht dann auch sinnvoll. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie das hier so vonstatten geht. Ist hier ein Zug gerade drin? Nö. Das ist an sich ein schönes Tal, ne? Also, das kann man auf jeden Fall, ich meine, das sehe ich ja jetzt schon, ne? Also, das so parallel bauen, das wäre an sich noch viel, viel geiler. Also, sollen wir uns da jetzt kurz dran setzen? Also, dass wir das wirklich hier an der Straße parallel bauen? Ich glaube, es wäre schon geil. Ja, aber andersrum. Hier schmilzt der Schnee jetzt langsam. Der Winter ist vorbei. Wunderbar. Ja. Ich würde gerne nochmal auf die Routen zu sprechen kommen. Wo? Ey, wie ich mich immer noch nicht so richtig hierfür zurechtfinde. So, Transport. Wir haben mittlerweile 11,6 Tonnen mit Güterverkehr. Das ist nicht schlecht. Also, das geht besser. Safe, aber das ist auch nicht schlecht. Also scheiße ist anders. Ja, pass auf. Ich pausiere das Ganze und ich baue das hier jetzt komplett nochmal neu. Weil ich finde, dass man aus diesem Tal doch durchaus mehr machen kann. Das würde ich so lassen. Aber ab hier würde ich jetzt tatsächlich nochmal neu bauen. Und ich würde das gerne... also, ja, die muss halt hier runtergeführt werden, das ist klar. So. Und jetzt können wir die... Wie sieht denn das aus? Ganz okay. So ein bisschen an der Straße lang führen, ne? Ich weiß, das muss jetzt auch nicht alles 100 pro und wir müssen ja hier hinten auch noch das verbinden. Diese eine Ecke ist natürlich schon wieder so ein bisschen... Scheiß drauf. Das gefällt mir aber deutlich besser. Und dann könnten wir... jetzt kommt sie mich. Wir könnten jetzt sagen...
Wir machen das Tal hier wieder ein bisschen... was? Also, ja. Wir müssen den Pinsel mal tatsächlich ein bisschen kleiner einstellen hier. So. Und dass wir dann hier... Ja, also es kann schon so eine... Also so ein paar... rundere Formen hier annehmen. Das finde ich auch okay, dass das jetzt nicht... komplett an der Straße, wobei so ist schon cool. Also das sieht schon cool aus. Und hier können wir vielleicht da, also wir können das noch ein bisschen enger bauen, dass das wirklich so ein super enges Tal ist. Ja, geil, Alter. Und ja, das würde ich alles hier auch so lassen. Das ist schon, wir können hier noch ein bisschen wegbuddeln. Die Frage ist, was man da jetzt mit macht, ne? Also, ob man jetzt sagt, ja gut, hier oben ist jetzt auch nochmal ein Industriegebiet, ne? Ob man jetzt, ich sag mal, die Pinselgröße nochmal ein bisschen hochstellt und dann hier auch nochmal so ein Industriegebiet reinbaut. Da müssen wir gleich mal gucken, was es da für Ressourcen gibt. An sich bin ich aber jetzt gerade sehr, sehr, sehr beschäftigt damit, Industrie zu bauen und so, aber... Oh, wir haben hier, glaube ich, gerade ganz andere Sorgen. Ich würde jetzt mal vorschlagen, wir gucken mal, was hier mit die Leichenwagen ist. Und zwar schauen wir mal hier. Also, Krematoriumverfügbarkeit sieht in der Tat schlecht aus. Hier ist halt eins. Ja, das ist auch das Einzige. Da müssen wir halt auf jeden Fall noch mal was bauen. Also, dann brauchen wir noch ein zweites Krematorium. Gerade wenn wir jetzt hier ganz viel mit hoher Gebäudedichte dann arbeiten und so. Das wird natürlich wichtig, ne? Das können wir auch ein bisschen ausbauen. Auch das können wir ausbauen. Und wir bauen natürlich auch nochmal zwei Garagen da dran. Ist einfach wichtig, dass wir da jetzt zurechtkommen. So, dann haben wir also Krematorium sollte... Also, ist immer noch nicht super geil. Da hinten haben wir, was haben wir da? Ey, wir brauchen hier auch einen Krematorium. Warte mal, das sind die ganzen Leichenwagen hier. Zieh dir das mal rein. Ja, aber hier, also wir brauchen hier auf jeden Fall auch noch ein Krematorium. Was ist denn das hier oben? Das ist eine Klinik. Das ist eine Klinik. Ja, wir bauen hier auch noch eins hin. Sicher ist sicher. Und das bauen wir... Eigentlich können wir das an die Hauptstraße bauen, weil dann sind die auch schnell da hinten in dem anderen Wohngebiet. Vielleicht hier hin. So. Und dann bauen wir das auch aus. Da kommen noch Garagen dran. So. Dann bauen wir das. Dann bauen wir das. So. Dann weiter im Text. Also. Wie sieht es hier hinten aus? Da haben wir Krematorium 1. Ist das ausgebaut? Nein. Gut, dann bauen wir es jetzt aus. Und wir bauen... Hier können wir noch eine Garage hinbauen. Super. Vielleicht... Ja, also über kurz oder lang brauchen wir hier hinten auf jeden Fall noch mehr. Im Moment sieht es jetzt aber ja ganz gut aus. Und das würde ich jetzt auch dabei belassen. So. Ansonsten, über was wird sich denn noch beschwert? Also klar, Stau ist eine Sache, Müll ist eine Sache. Das müssen wir auch in den Griff bekommen. Oh Gott, der Müllverarbeitungsstatus sieht ganz, ganz schlecht aus. Wir werden Folgendes tun. Wie sieht denn das hier aus? Wir haben noch 12 Punkte. Wir haben ein Recycling-Set. Ja, das könnten wir eigentlich machen, oder? Ich meine, Flughafen und so ist jetzt eh noch nicht relevant. Oder was hatte ich denn vorhin noch? Das mit dem Wasser wäre natürlich noch eine ganz geile Geschichte. Die Pumpstation. Wie sieht denn das mit Wasser aus? Das können wir noch verschieben. Hey, das können wir auf jeden Fall noch verschieben. Ja, lasst uns die Industrie-Dingsbums kaufen. Und dann gucken wir uns das ganze Thema jetzt nochmal kurz an. Also, wir haben... Hier hinten haben wir ja die...
Also die Verbrennungsanlage. Ne? Das ist eine ganz normale Verbrennungsanlage. Der gelagerte Müll, das ist einfach schon voll, das Ding. Ich meine, klar, wir können hier noch... Ah ne, an der Seite können wir nicht noch was dran bauen. Hier können wir noch ein bisschen Lager, für ein bisschen Lagerplatz schaffen. Aber letztendlich hilft das halt auch nichts. Ne? So, jetzt passt da halt ein bisschen mehr rein. Aber... Guck mal, die. Jetzt fahren die ganzen Müllautos hier rum. Wo fahren die eigentlich hin? Also, fahren die jetzt. Warte mal, die sammeln Müll, ne? Also, das ist nicht so, dass die jetzt nur zur Deponie fahren, sondern die sammeln tatsächlich Müll. Die Deponie, ja, die ist voll. Das kann ich mir vorstellen. Die ist komplett voll. Und dann haben wir hier eine Verbrennungsanlage und da das Gaskraftwerk. Oh, das kann man auch noch ausbauen. Ja. Ich muss mich mit den Sachen kurz beschäftigen. Also, eine Deponie. Also, wenn wir es schaffen, den Müllverarbeitungsstatus komplett ins Grüne zu zimmern, dann brauchen wir auch keine Deponie. Also, das ist, glaube ich, klar. Ne? Das haben wir hier. Das Chemiewerk ist voll mit Müll. Gut, also wir haben hier eine Verbrennungsanlage, die können auf jeden Fall hier rumfahren und relativ viel sammeln. Also die fahren ja durch die ganze Stadt, aber theoretisch ist das doch eine gute Sache. So, jetzt müssen wir uns die anderen beiden Sachen mal angucken. Also wir haben ein Recyclingzentrum. Sammelt und sortiert Müll zur Produktion wiederverwendbarer Materialien, die später weiterverkauft werden. Dies generiert Einkommen für die Stadt. Kann mit einem Müllwagendepot, einer Sondermüllsammelstelle und vergrößerten Lager aufgewertet werden. So, die machen aber nur Verarbeitungskapazität 10 Tonnen. Das ist halt auch nichts. Ne? Die Frage ist, muss das... Also es gibt ja eine Industriemüllverwertungsanlage und es gibt ein Recyclingzentrum. Ist das... Nee, Luftverschmutzung gering, mittel... Wir müssen irgendwo Müll hinbauen. Also wir brauchen so ein... Hey, ich wüsste wo... Ja, ist die Frage, bauen wir uns da jetzt irgendwie so einen schönen Müllturm hin oder was? Da wäre Platz, ne? Ah, so viel auch nicht, ey. Guck dir mal an, wie groß das Ding ist. Weil wir müssen uns um Müll kümmern. Wir müssen uns um Müll kümmern. Also, da geht gar kein Weg dran vorbei. Okay. Wie weit können wir... Was können wir noch kaufen? Wir könnten doch, wenn wir sagen, wir kaufen mal das hier. Machen wir jetzt einfach mal. So. Und wir bauen jetzt... Also, mein Gedanke ist so, wir bauen jetzt hier noch eine Abfahrt rein. Die Frage ist, bauen wir die nach unten? Lange Sicht brauchen wir das. Also wir brauchen auf lange Sicht ein... Nee. Welche haben wir denn hier immer gebaut? Das ist nicht das, oder? Oder ist es das? Doch, ich glaube schon. Mittlere verkehrsmäßige. Kompakte Schnellstraßen. Gering. Teilkleeblattanschlussstelle. Mittlere bis große. Oh. Ich glaube, das ist jetzt erstmal das, was wir jetzt gebrauchen können. Genau, und das bauen wir jetzt auch. Und dann werde ich hier unten irgendwo eine Müllzentrale hinbauen. Also irgendwie, aber die müssen halt auch auf die Autobahn kommen und die müssen dann dort Dinge verteilen können. Wisst ihr, wie ich meine? Wieso, was steht hier?
Was sind hier die überlappenden Objekte? Die Autos oder was? Ja, weg mit denen. Jetzt brauchen wir Schnellstraßen. Und zwar die. Machen wir das wieder das Paralleltool. Also das finde ich ist wirklich geil. Also das Paralleltool ist wirklich dufte. So, und das gleiche machen wir dann hier auch. Ja, vielleicht können wir das sogar mit einer kleinen Kurve arbeiten. Und dann werden wir noch mal ein bisschen, also die Auf- und Abfahrten vielleicht noch mal ganz kurz verlängern. Genau. Dann hier und hier. Das gleiche machen wir hier auch. Hier und hier. Und dann haben wir doch eine ganz gute Anschlussstelle hier hinten rein. So. Und wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel, wir wollen, ich muss mir das jetzt ganz kurz überlegen, wir machen das Ding hier, halt, so, dann möchte ich hier, also am liebsten würde ich natürlich diese Straße hier weiterführen. Aber das wird nicht passen, weil wenn ich jetzt hier 180 Grad habe, das wird so nicht. Nicht funktionieren. Wir können aber zumindest mal bis hierhin weiterbauen und dann machen wir. Nee, das ist auch scheiße. Also im Grunde genommen stelle ich es mir eigentlich so vor, dass wir. Also, wie mache ich das jetzt am geschicktesten? Also, das sollen 180 sein, so. Und wenn wir jetzt sagen, wir gehen hier 90 Grad weg, dann wäre das so. Dann können wir das hier erstmal wegmachen. Und ja, eigentlich hätte ich hier wieder terraformen sollen. Das machen wir jetzt im Anschluss mal. Machen wir Pinselgröße. So. Ja, ich hätte hier alles terraformen sollen. Scheiße. Damit das hier irgendwie schön gerade ist. Das kriegen wir aber irgendwie noch hin. Also wir würden jetzt das hier, die Straße nochmal wegreißen. Dann können wir nämlich hier in Ruhe nochmal terraformen. So. Genau, dann bauen wir die Straße von hier. Also im 90-Grad-Winkel. Da wird es ja immer weiter. Also es muss eigentlich hier so im 90-Grad-Winkel sein. Ne? Das fände ich eigentlich ganz okay. Scheiße ab. So, und dann machen wir da auch noch was hin. So, was ich jetzt aber machen möchte ist, also das soll weg. Und im Grunde genommen hätte ich gerne, machen das mal weg hier. So, und kriegen wir hier einen Kreisel hin?
Ne, wir hatten das anders gemacht. Ne? Wir hatten das so gemacht und dann Schnellstraße parallel to dann so. So hatten wir das gemacht. Perfekt. Jetzt würde, also ja, ich würde fast sagen, dass wir da brauchen wir so am besten noch einen Kreisel. Ja. Und dann ziehen wir hier nochmal eine Straße runter. So, und jetzt kümmern wir uns um Müll. Ich hätte gerne ein Recyclingzentrum. Moment, wir ziehen das hier noch ein bisschen länger. Also so vielleicht. Oh, dann bauen wir hier 90 Grad. Das war eine 91. No, das sieht später richtig blöd aus. 90 Grad nochmal. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an. Also, ein Recyclingzentrum. Auf jeden Fall wollen wir das haben. So, das baue ich jetzt dahin. Und dann rüsten wir das natürlich gleich auf. Was ist das hier? Ermöglicht dem Zentrum einen größeren Fuhrpark. Ja, das wollen wir. So, sammelt Sondermüll. Das können wir hier quasi dran bauen. Stark. Was ist das hier? Ist doch scheiße, dass das jetzt nicht passt. Ja, wobei an sich, mal, wir machen das so. Ich will jetzt auch nicht. Ja, das ist okay. So. Wir haben jetzt also ein Recyclingzentrum. Und da wir uns um Geld im Moment keine Sorgen machen müssen, wäre ich fast dafür, wir bauen direkt noch eins. Auch wenn ich das jetzt vielleicht noch nicht alles so abschätzen kann, wofür das gut ist und wofür jetzt nicht. Aber so ganz generell würde ich sagen, ja, wir brauchen das. So, so. Zwei Recyclingzentren. So, und dann können wir eigentlich direkt auch schon mal hier noch die zwei mehr kaufen, weil wir brauchen hier noch ein bisschen Platz. So, Terraform. Hier wird erstmal schön geterraformt. So, vielleicht bauen wir auch irgendwo noch eine Deponie hin. Das weiß ich aber noch nicht. Die kommen ja hier auf die Autobahn. Das ist schon mal ganz gut. Und die kommen da ins Industriegebiet. So, dann möchte ich eine Industrieverwertungs-whatever haben. So. Das Ding wollen wir jetzt ausbauen. Das Ding kann man nicht ausbauen. Okay. Das ist auch schweineteuer gewesen. 6 Millionen oder so. Oder? Achso, da kann man auch nur eine von bauen, oder was? Minus 15% industrielle Bodenverschmutzung stadtweit. Das ist schon mal gut. Und dann brauchen wir jetzt noch Verbrennungsanlagen. Ich möchte ehrlich gesagt gar nichts mehr mit Deponien zu tun haben. Wir werden jetzt... Oh nein, Alter! Ey Leute, ich kann das so nicht lassen. Wirklich nicht. Also das tut mir später weh. Wir kaufen jetzt dieses Stückchen Land, ne? Und dann ist... Ey, ohne Scheiß, dann ist auch wieder gut für heute. Wir kaufen das jetzt. So, jetzt machen wir Folgendes. Ich nehme das Ding und tu das hier hin. Dann nehme ich das Ding und tu das hier hin. So, und dann nehme ich das Ding und tu das hier hin. So, und jetzt erweitern wir das hier. So. Jetzt verschieben wir das Ding irgendwo hier hin. Können wir hier jetzt noch weitere Teile dran bauen? Ja, können wir. Gut, dann machen wir das auch. So. Das gleiche machen wir mit dem Teil. Das heißt, wir dürfen es nicht direkt da dran bauen, sondern wir haben hier ein bisschen Abstand. So, und einfach damit das irgendwie so platztechnisch irgendwie ganz cool aussieht. So, das ist doch nicht schlecht, oder? Dann verschieben wir dieses Teil irgendwo hier hin.
Ich hoffe, dass das mit dem Verkehrsaufkommen dann auch noch irgendwie klar geht. Ja, aber egal. Und jetzt brauchen wir Verbrennungsanlagen. Die hätte ich natürlich gerne irgendwie hierhin. Ich muss mir das mal ganz kurz angucken, weil die kann man ja auch noch erweitern. Also wir brauchen einen zusätzlichen Ofen, logisch. Müllwagendepot, ja. Und das ist Lager? Lagererweiterung. Und die können wir... So, viermal Lagererweiterung. Geil. Genau, jetzt würde ich diese Straße gerne... Was ist denn da im Weg? Das ist noch nicht... Hey, 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 ganz ruhig bleiben. So. Ach nee, da ist irgend so eine... alte Friedhofsruine. Und tschüss. Ja, also da sind wir... Wenn es um Müll geht, sind wir komplett respektlos. Also da werden auch die alten Friedhofsruinen abgerissen. So. Dann können wir hier einen Kreisel hin machen, hier können wir einen Kreisel hin machen. Und jetzt brauchen wir aber, ehrlich gesagt, noch mehr von den Dingern. Also ich würde jetzt so die hier schön nah beieinander bauen. Rüsten das alles komplett auf und hoffen, dass hier jetzt auch vier hinpassen. Wenn nicht, haben wir da halt drei, dann ist das so. So, und jetzt lassen wir das Spiel nochmal ein bisschen laufen. Gucken uns unsere Müllverbrennung an. Denn das sollte jetzt eigentlich... Schau mal, wir produzieren 213 Tonnen Müll im Monat, wir verarbeiten aber 230 oder 234. Wie gesagt, das müssen wir jetzt ein bisschen beobachten, weil im Grunde genommen haben wir zwei Müllverbrennungsanlagen gebaut. Die hier können auch stehen bleiben, die kann auch stehen bleiben, aber die eine da oben, die würde ich gerne loswerden, weil da auf über kurz oder lang soll da natürlich... Wohngebiet entstehen. Und auch hier sollten wir sagen, entleeren beginnen. Ja, ich möchte keine Deponie mehr haben. Also die soll jetzt geleert werden. Da soll alles das in die Verbrennungsanlagen reingepumpt werden. Wir brauchen... Achso, ja, dann logisch. Die produzieren ja auch Strom. Das ist natürlich nicht ganz unwichtig, dass wir... den ganzen Kladderadatsch an Starkstrom anschließen. Und da können wir im Grunde genommen doch hier... Das geht unkompliziert. Sehr schön. Jetzt haben wir Stromverfügbarkeit, ist auch alles noch in Ordnung. Wir machen auch, glaube ich, ganz gut Plus mit Strom. Oh, wir machen mittlerweile wieder miese. Ja klar, ich meine, das ist, also das kostet alles richtig Geld, ne? Wir haben jetzt gut gelebt die letzte Zeit, aber ja, wir machen miese und die Leute ziehen auch weg. Das, da werden wir uns auch in der nächsten Folge drum kümmern, in der nächsten Episode, dass wir... Wir müssen da eigentlich noch eins hinbauen, oder? Also das Ding ist... Ja, die schwärmen, also die müssen halt sehr weit fahren. Und das ist für mich noch nicht ersichtlich, ob das sinnvoll ist, was ich hier mache. Also, dass ich so eine zentrale Müll-Dings hier baue. Ne? Das ist für mich noch nicht so hundertprozentig klar. Aber ganz ehrlich, eigentlich müssten wir noch eins bauen. Beziehungsweise, wir können auch dieses Teil hier einfach umbauen, oder? Wir packen das dann einfach hier hin. Bauen dann noch ein Lager dran. Schließen das an Strom an. So, dann ist aber auch gut, ne? Dann haben wir, ist das schon mal weg da? Und was wollte ich gucken? Ja, die Bodenverschmutzung und den ganzen Kram. Das müssen wir... Oh, scheiße, da habe ich jetzt da hinten nicht... Oh nein, ich habe es genau ins Öl gebaut. Oh, ich hab's genau ins Öl gebaut. Ja, scheiß drauf. Hier oben auch noch so ein riesiges Ölgebiet. Könnte man vielleicht nochmal... Ja gut. Wir haben auch noch andere Ressourcen. Wir haben ja hier noch und da noch und da noch und da noch. Ein bisschen hätte ich schon drauf achten sollen. Hier bauen wir auch gleich noch eine Farm hin. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, Leute, ich schließe die Folge jetzt erstmal ab. Wir haben uns, denke ich, um einiges kümmern können. Wir haben hier eine schöne Müllverbrennung.
Anlagen gebaut. Und ich sag mal so, es geht voran. Ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich das mit dem Güterbahnhof gefixt bekommen habe, denn das hat mir doch echt Sorgen bereitet. Und es lag, glaube ich, wirklich nur an dieser kleinen Verbindungslücke. Was ein bisschen ärgerlich ist, weil normalerweise sind da Symbole, dass irgendwas nicht passt, und dann fällt einem das auch gleich auf. Ja, aber was soll's. Ich bin irgendwie ganz zufrieden und glaube, dass das jetzt auch ein gutes Stück weiter vorangeht. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich oder hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut, bis dann.